Tunnel wird nur evakuiert, wenn es wirklich nicht anders geht. Wenn der Zug aus eigener Kraft, technischer Defekt, irgendwelche Eingriffe von außen auf absehbare Zeit den Tunnel nicht verlassen kann. Der Fahrer sagt das dann an, der denkt sich das aber auch nicht selber aus. Der bekommt einen Hinweis von der Betriebsleitstelle, wenn er alle technischen Möglichkeiten ausgeschöpft hat oder wir haben einen massiven Stromausfall und es ist nicht absehbar, dass die Energie zurückkehrt. Voraussetzung für eine Evakuierung im Tunnel ist natürlich, dass vorher alle Fahrzeuge stehen geblieben sind. Für den Fall, dass wir wirklich evakuieren müssen, ist der schnellste Weg raus. Ich setze mich auf meinen Hosenboden, lasse mich ins Gleis hinuntergleiten und folge dem Fahrer dann in die nächste Station oder zum nächsten Notausstieg. Für die Menschen, die partout auch mit der Hilfe von anderen das Fahrzeug nicht verlassen können oder wollen, werden Rettungskräfte angefordert, die denen schnellstmöglich helfen.